Matti, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause? Ja, jetzt musst du eigentlich so grillen. Ah! Okay, ja. Der war billig. Völlig egal. Herzlich willkommen beim Let's Play Star Wars Battlefront. Und zwar die EA-Fassung sozusagen. EA-Access-Fassung. Ja. Das heißt, wir dürfen jetzt schon heute loslegen, eine Woche vor dem Start. Aber nur 10 Stunden lang dürfen wir dann jetzt Star Wars Battlefront so spielen, wie die Vollversion auch sein wird. Ja, ich wollte eigentlich so einen flachen Spruch bringen von wegen EA-Fassung, aber lassen wir das. Befassen wir uns einfach mit dem Spiel und gehen rein. Schon vor einem Monat gab es ja die Beta, da konnte man zwei Modi spielen. Jetzt haben wir dann natürlich deutlich mehr Umfang im Spiel. Das heißt, wir haben einmal diesen Multiplayer-Part, das, was man aus der Beta auch ein bisschen kannte, also einige Modi davon. Und dann hätten wir hier noch so einen Missionenbereich. Das habe ich selbst noch gar nicht ausprobiert. Aber ich würde sagen, heute machen wir mal Multiplayer. Ja. Und was haben wir denn da alles? Also es werden erstmal hier Sachen für uns vorgeschlagen, was man heute am besten machen sollte. Aber die ganzen neuen Modi, die es jetzt nun insgesamt gibt, werden auch hier nochmal so dargestellt. So, Kampfläuferangriff war dieses ein Modus aus der Beta und genau. Abwurfzone war Nummer 2. Die kennt man. Genau, und halt der Missionenmodus, das war ja quasi im Grunde einfach gegen Wellenkämpfen im Koop. Ja, genau. Ja. Und dann haben wir jetzt dann zusätzlich Vorherrschaft, das dürfte den Battlefield-Spielern ziemlich bekannt vorkommen. Mhm. Eben Fahnenpunkte erobern und dann wieder weiterziehen. Ja. Gefecht ist ein Deathmatch-Modus einfach mal für 20 Spieler dann nur. Fracht habe ich selbst noch gar nicht ausprobiert, aber was da so steht, stehlt die Fracht des Gegners, während ihr eure eigene schützt. Also hört sich so ein bisschen... Das ist wie Capture the Flag? Könnte sowas sein, Capture the Flag. Oder irgendwie sowas, ja. Dann Helden gegen Schurken. Also rundenbasierte Camp? Achso, rundenbasiert, das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt wie in so, auf so einem Hexfeld unsere Figuren ziehen, sondern dass wir halt mehrere Partien pro Match haben. Was wollen wir denn nehmen? Ich würde sagen, wollen wir mit Fracht mal anfangen? Ja, warte mal, nee, machen wir mal Vorherrschaft ruhig. Vorherrschaft. Ja, Vorherrschaft nehmen wir mal so einen klassischen Battlefield-artigen oder Call of Duty-artigen, bei Call of Duty ist ja Herrschaft auch sehr beliebt. Nehmen wir das mal und hoffen, dass wir auch eine neue Map sehen jetzt und nicht die man schon aus der Beta kennt. Oh, leck. Das so ein Pech blöd, aber auch. Ja, gucken wir einfach mal kurz rein. Ich würde sagen, wir machen aber nicht die ganze Partie, weil das hier kennt man nun mal. Also die Karte kennt man, diesen Modus kennt man noch nicht. Ja. Aber können wir so ein bisschen... Ja, wir checken mal den Modus aus und hoffen, dass der nächste dann eben eine Map führt, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Endor zum Beispiel. Ja, wir können hier tatsächlich bei der Xbox One-Version jedenfalls nicht selbst entscheiden, auf was für einen Server wir einsteigen. Es ist halt immer so ein Das Ding. Sind so diese kausalisierten Multiplayer-Wählverfahren, ne? Nach dem genau. Motto ganz einfach so. Jetzt haben wir hier, wer die Beta noch nicht kennt, das läuft ja ein bisschen anders als ein Battlefield. Wir können so Sternkarten auswählen, 3 Stück mitnehmen. Die Sternkarten sind sowas wie eben Granaten. Hier so eine Scout-Pistole ist gar nicht mal so schlecht, irgendwie auf kurze Distanz schnell mal schießen. Mhm. Mit einem Schuss will jemanden ausschalten. Und jetzt können wir hier, könnten wir noch eine Karte hinzufügen. Was haben wir denn da? Aber wir können zurzeit, weil ich noch nicht so weit bin, noch nichts weiteres hinzufügen. Wir haben hier noch, wichtig ist natürlich noch, Die Optik. Die Waffen haben wir ja auch nicht freigeschaltet, aber guck mal, was mit der Optik ist. Das ist ja auch interessant. Ich habe ein Video davon gesehen, dass man da wirklich irgendwie aus zig Charakteren wählen kann, beziehungsweise also Köpfen, die allerdings auch nicht freigeschaltet sind. Okay. Nee, die kosten auch ziemlich viel, wie man hier so sieht. 1700. Also ich habe jetzt einen Blaster freigeschaltet, das waren 750, glaube ich. Also dagegen hier darf man dann schon mal ein bisschen was ausgeben. Also das heißt, wir haben jetzt wirklich nur die Möglichkeit zu sagen, gehen wir als männlicher Sturmtruppler oder weiblicher hin. Ich würde mal sagen, wir haben verloren. Cool. Sehr gut. Dann kommt nämlich eine andere Karte. Hoffentlich kommt die nächste Karte. Mal etwas Neues, weil dieses, was gerade ab und da lief, das ist ja so die Schlacht um Hoth, aber halt ein bisschen anders gemacht. Der Peter. Enzel Peter, ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ich spiele es seit heute früh und die Server sind gut voll. Also man findet immer sofort eine Partie.
das hat mir bislang gefallen. Ja. Das hat uns jetzt nicht gefallen. Wir haben nur 0 Punkte bekommen, komischerweise, obwohl wir ja der Schlacht eigentlich beigetreten sind. Ich glaube, man hätte einfach nur einen Schuss abgeben müssen. Man müsste einen Schuss abgeben und dann hätten wir irgendeinen Punkt. Grundsätzlich zum EA-Programm, ich glaube, das kostet 2,99 im Monat. 3,99? Genau. Und, da und 24,99 pro Jahr. Richtig. So das, ja. Und man bekommt dann eben vorab dann schon mal so, ja, die nennt man Test- oder Demo-Version von Spielen. Das heißt, eigentlich sind es immer Vollversionen, die man eine bestimmte Zeit, meistens 10 Stunden, spielen darf. Außerdem haben die noch andere Spiele monatlich im Programm, so ähnlich wie bei PS Plus, also bei der, auf der PlayStation 4 oder 3 oder bei Xbox Live Gold gibt es ja auch einige. Und leider nur exklusiv für Xbox One-Spieler. Das ist ein bisschen schade. Und schade ist auch, dass wir jetzt auch wieder die bekannte Map spielen, was echt ein bisschen schade eigentlich, traurig ist. Ja. So, da sind jetzt die Spielregeln. Erobere den feindlichen Kontrollpunkt, um den Feind zurückzudrängen. Verhindere, dass dein eigener Kontrollpunkt erobert wird. Ohne alle Kontrollpunkte. Um das Spiel zu gewinnen, ja. Aber es, was mir aufgefallen ist, es sind immer nur 2 Kontrollpunkte verfügbar. Also entweder verteidigt man oder man greift an. Jetzt sind wir ganz am Anfang der Partie. Ich habe so ein, wie ich schon erwähnt hatte, so ein Blaster hier freigeschaltet. Ist mehr so ein Maschinengewehr. Oder Maschinenpistole. Ja, das ist auch, das konnte man ja auch in der Beta freispielen. Das konnte, genau, das gab's. Ja, das war auch mein Lieblingsgerät. Ja, wenn man so weit, wenn man halt... Wenn man zielen könnte. Ich bin selbst nicht so der Konsolen-Shooter-Spieler. Also Singleplayer-Kampagnen gerne. Ja, aber wir können es ja abwechseln eigentlich. Wir können ja mal abwechseln und dann kannst du auch mal verlieren oder gewinnen, je nachdem. So. Was mir aufgefallen ist, es gibt auf jeden Fall ein leichtes Auto-Aim. Kann schon... Wow. Das waren hier kurze Runden, ne? Sehr kurz, ja. Aber wir dürfen irgendwo anders anfangen. Es gibt auch die Möglichkeit, beim Kollegen zu spawnen, wenn man ein Team halt hat. Wir haben es zurzeit noch nicht so wirklich. Was steht hier denn hier? Hä? Von da. Ja, da war doch nichts. Oh. Wir können fliegen. Fahrzeuge, das läuft hier auch ein bisschen anders ab. Man kann solche Dinger hier einsammeln, dann kann man sich in einen Flieger, also jetzt in diesem Fall einen X-Wing halt, hinein begeben. Ja, ansonsten bin ich sau schlecht, was das Fliegen angeht. Aber auch schon in der Battlefield-Reihe, da bin ich überhaupt nicht ein Experte. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus, hast du fast. Ja. Komm. Also, warte, den kriegst du. Jawoll! Von wegen schlecht. Es gibt noch einige, die sind schlechter als du. Ich würde eher sagen, in diesem Fall war es wirklich so ein Ding. Das ist übrigens immer das Schöne am Spielstart. Wenn so ein Spiel gelauncht wird, dann hast du super viele Leute, die sind viel schlechter als du selbst. Egal, wie schlecht du bist. Und das ist das Schöne. Und dann trennt sich das langsam und die Hardcore-Leute bleiben an dem Spiel. Und dann wird der Einstieg ganz schön. Genau, und später wird der Einstieg schrecklich, aber... Aber, ja. Zu Anfang des Spiel-Launches lohnt es sich. Doch, ja, genau. So als Anfänger auch noch. Am besten auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, beide machen jetzt hier nochmal einmal und dann. Ja, und dann wechseln mal den Modus. Genau. Oder hoffentlich die Karte halt, ne? Oh, jetzt habe ich mich gerade geduckt. Oh, das tut mir nach dem immerhin einen Abschuss, glaube ich. Da ging er auf unser Konto, oder nicht? Ja, ich glaube, du hast da Punkte gespielt. So, wollen wir nochmal fliegen? Nö. Komm, versuchen wir was zu reißen jetzt und hol dir den Schutz. Was ist? Eieiei, das ist auch. Das sieht aber nicht gut aus. Doch. Alter, einen habe ich da erwischt. Aber es ist hier halt mal. Oh, wir haben Rang 5 erreicht. Das war aber hier. So, jetzt machst du noch einmal und dann. Ja. Okay. Dann machen wir einen Wechsel. Man hat jetzt auch kaum, also wir müssen eigentlich zu diesen Eroberungspunkten laufen. Kriegen wir jetzt zurzeit fast gar nicht hin. Weil der Gegner so stark verteidigt. Ja, den kriegst du ja. Da ist nochmal was. Warte mal. Granat hast du noch nicht? Habe ich doch wieder. Die Serie kommt jetzt. Jetzt kommt die Serie. Bis das Ende Video vorbei ist. Ja. Tut mir jetzt schon leid. Mhm. Wir werden leider Sekunden nicht. Ich bitte auf 10 Sekunden überlebst du noch. 1, 2,
Nee, nix. Quatsch. Die Streak beginnt. Guck jetzt. Mal, da kannst du dir noch so ein Perk holen. Ja. Horn. Ich horn mir das jetzt. Annäherungsbombe. Eine Annäherungsbombe, das heißt, wie eine Granate, bleibt auf dem Boden und zündet. Ah! Da war schneller. Ja. Schade. Schade. Echt ja. Schade. Die, ja, die Bombe wäre erst hochgegangen, wenn ja. dein Gegner sich nähert. Ja, also die Annäherungsmine finde ich jetzt nicht so den Knaller, muss ich sagen. So, wie kommen wir denn hier raus? Wir müssen noch. So, schön die Liva. Nehmt euch kein Beispiel daran. Nee, das sollte man nicht tun, aber wir wollen ja wirklich andere Modi und andere Karten zeigen. Endor jetzt. Endor. Hoffentlich. Es ist wirklich. Es gibt, wie viele Karten gibt's? Ich weiß gar nicht, 12 oder 12 schätze ich, ja, genau. Wollen wir Waffen-Fracht-Modus nehmen? Dann haben wir. Ja, los. Dann Abfracht. Aha, Suche. Oh, jetzt. Die sind anscheinend nicht ganz so beliebt, diese Partien hier. Oh. Wie immer eigentlich. Das sieht man ja auch beim Call of Duty. Du hast letztendlich, die meisten der Spieler sitzen einfach immer in Team Deathmatch. Oder Kill Confirmed, das ist auch so ein Ding. Ja, da sind, glaube ich, unter 10%. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. Ein mal Spieler. Vielleicht. Doch, Kampf. Rasante Action mit 3 beweglichen Druiden, die erobert, ja, warum nicht? Und probieren wir mal aus. Müssen, okay. Haben wir 5. Das sieht aber auch wieder nicht so gut aus. Okay, also ich habe mich getäuscht. Also einige Modi sind komplett voll mit den Leuten, die EA Access haben. Aber wiederum so diese Spezialisten-Modi, die sind noch ziemlich leer. 6 gegen 6 wird gespielt. Das könnte noch dauern, bis wir hier genug Spieler zusammen haben. Ich würde vorschlagen, wir wechseln einfach nochmal auf die bekannten Spielmodi, weil die Spielmodi an sich, das sind so eine Sache. Wir wollen einfach von den neuen Karten auch vor allem sehen. Also das würde mich vor allem interessieren. Ich denke, euch dürfte es auch so gehen. Also ich glaube, Highlight ist Kampfläuferangriff. ATs bekämpfen als Rebell und als imperialer Soldat dann eben. Ja, wobei da stellt sich auch die Frage, finde ich, wie das Balancing ausfällt. Mhm. Weil da gab es ja bei den Beta, fand ich das problematisch. Auf Seiten Fandest du? Ja, absolut. Auf Seiten des Imperiums hast du auf jeden Fall einen leichten Vorteil gehabt. Und was haben wir denn hier jetzt gerade? Von 100 Spielen oder noch mehr, die ich gespielt habe, haben wirklich die wenigsten Rebellen auch gewonnen. Also das ich habe heute so 3 Partien hier davon gespielt. Und da ging es. Ach, du hast Vorherrschaft gemacht, glaube ich. Ich habe Kampfläuferangriff gerade ausgewählt. Ich probiere es nochmal. Vielleicht findet sich irgendein anderes Spiel, wo noch Platz ist. Ja, jetzt sieht es doch gut aus. Also, das war gerade nur so ein. Naja. Neue Karte jetzt. Jetzt aber hier neue Karte, ja. Unbedingt. Hoffentlich. Ja, haben wir. Geht doch. Schade. Endor hätte ich gern gesehen. Endor ist natürlich schön grün und sowas. Mm. Klar, aber hier Tatooine ist doch auch mal was, oder? Ich bin mal gespannt, ob wir noch ein paar Java-Sachen noch sehen. Könnte ja sein. So früh? Ja, wenn wir schon so ein Java-Fahrzeug haben. Könnte ja sein. Ich weiß nicht. So als Kulisse meine ich eher. Also jetzt nicht, dass man selbst... kann man wohl so ein Java-Skin sich auswählen? Das habe ich mich auch gefragt, aber... Aber jetzt sind wir wieder Imperialer bei dem Imperium. Das heißt, wir können brauchen uns um das Aussehen uns nicht so sehr zum Okay. Ja, also noch, da haben wir die beiden AT-ATs. Die sollten wir beschützen. Beschützen tun wir, indem wir halt die Gegner ausschalten. Viel mehr haben wir da nicht. Dann gibt es noch 2 so Punkte, wo die Rebellen Vi-Wing Unterstützung holen können. Und wir müssen die Rebellen dann daran hindern, dass sie halt diese Punkte besetzen. Das heißt, wir haben da schon mal jetzt einen Nachteil. Es werden 4 Vi-Wings angreifen, sobald die Schilde von dem... Oh nein. Schön gegen Luke Skywalker. Ja. Hol dir Luke. Hast deinen Beitrag dazu beigetragen? Auf jeden Fall. Geleistet. Da kniet er. Pass auf. Oh. Wer war denn das? Boah, so jetzt. So, jetzt aber hier. Ja, da ist auf jeden Fall was. Ist was los. Was eben auffällig ist, wenn man jetzt nur Battlefield gewöhnt ist oder so, auch in Modern Warfare, die Waffen hier im Spiel haben nur Rückstoß. Ne? Das ist halt... Wow. Auch mit der Pistole arbeiten noch, also mit dem linken Bumper. Wenn du das Ding mal ausprobieren möchtest. Mach das doch mal.
Ist wirklich auf kurze Reichweiten Einschuss und ist wirklich kurze Reichweiten? Ja, da siehst du, da ist ein Gegner. Ja. Ja, die holen wir aber so. Nein, 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 das wird nichts. Ja, schade. Aber jetzt noch. Immerhin Assist-Punkte, das ist ja auch was wert. Ja. Aber ich möchte unsere Statistiken nachher nicht sehen, glaube ich. Das sieht nicht gut aus. Aber wir sind jetzt wirklich noch am Anfang. Und bislang geht's. Bislang geht's. Es ist noch nicht oberpeinlich, aber ich würde mal sagen, auf dem PC würde ich schon deutlich besser spielen. Ja, Dito, aber das kannst du ja schwer den Leuten vermitteln. Glaubt es uns einfach oder nicht, aber wir sehen uns im Spiel. Wir sehen uns im Spiel dann. Jetzt halt's da drauf ein bisschen genau. Ja, schnell hier weg. Ja. Und Granada. Das sieht gut aus. Pass auf, links, dann sind sie doch. Ja, ja, sieht doch gut aus. Killer Matti ist unterwegs. Ja, jetzt hier geht's auch noch. Ich hab mal meine Sekunden. Da sind ja was, hast du gesehen? Was machen die da? Ja, links. Echt, ich sehe jetzt hier gar nichts mehr. Gar nichts. Oh. Und das war, glaube ich, unser. Ja, das war unser Sand. Ja, da hängen sie rum, siehst du? Ja, geil. Oder waren das Sandleute? Ich weiß nicht. Nee, das waren Javas, klar. Ja. Deswegen, ich bezweifle, dass man einen Java irgendwie auswählen kann als Spielcharakter, weil der dann kleiner ist. Ja, eben, das wäre auch wirklich unfair. Andererseits ist ja nicht so, als. Ey, da kannst du einen ADST schnappen. So ein kleiner Angriffsläufer, nicht? Probier mal. Ich glaube, haben wir verpasst, da war schon. Nee. Noch nicht. Okay. Linker und rechter Bumper, zeitgleich. Das ist eigentlich immer ein sicheres Ding, gut Kills zu machen. Absolut. Nur sollte man darauf achten, dass eben die feindlichen Jäger einen nicht erwischen. Und es gibt ja dann nochmal ziemlich viele Anti-ATST-Waffen. Wir sind ein bisschen langsam. Ne? Oh, da hat es sich erwischt. Wie von unten. Naja. Zwar Flieger wahrscheinlich. Ja. Denk dran, du hast da noch Raketen und sowas, ne? Oh, wirklich? Ja, ja, klar. Die Schlachtfelder sind schon ein bisschen eingeschränkt. Eingeschränkt, ja, aber ich dachte, da kann ich vorbei, da kann ich hoch, dachte ich. Schade eigentlich. Komm. Ist hier schnell. Ja, dieses Sprinten, das funktioniert auch nicht überall. Nee, aber jetzt also hast du... Also auf der Höhe, guck mal, jetzt wird er zum Beispiel langsamer wieder. Da hast du hinten einen Gegner schon mal, glaube ich. Da sind schon ein paar. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn du da so durchstürmen würdest und dann Platz sorgen würdest. Puh! Da ist einer. Ja, das Problem ist... Du hast noch die anderen Waffen, ne? Das Problem ist, wenn man zielt, dann ist das Aiming super empfindlich. Du bist jetzt wieder beim Feind. Was? Ziemlich cool. Was? Nur 6 Sekunden. Schnell. Oh, egal. Hey, gut, ich hab's gar nicht gemerkt. Nee, echt nicht. Nee, das ist ein bisschen blöd. Ja gut, es wurde schon so farblich. Ja, ja, aber das war ziemlich nah dran, also das wundert mich. Ja, stimmt. Ja, aber ich finde, es sieht auch auf der Xbox One schon echt gut aus. Mhm. Das können sie halt bei DICE. Nee, das sind die. Da ist der. Pass auf, da kommen wieder Rebellen. Ziemlich offen. Ja. Heieiei, wollen wir vielleicht gleich mal nochmal wechseln? Dass wir eine andere Karte noch kriegen? Ja, probieren wir nochmal. Dann probiere ich es jetzt einfach direkt. Ja. So. So, komm schon. Jetzt Daumen drücken alle. Daumen drücken. Ja, die Spannung steigt. Ja, hoffentlich. Ja. Hoffentlich erwischt also du möchtest unbedingt Endor haben. Ja, definitiv. Ja. Weil es einfach Endor ist der krasse Unterschied zu dem, was wir bislang gesehen haben. Eiswüste und Wüste sozusagen. Ich habe bislang und, Endor nur einmal bei Nacht gespielt. Dann probier doch mal Vorherrschaft. Da könnte es passieren. Ja. Ich glaube dran. Jetzt wird's Zeit. Die Macht ist stark in uns. Ja. Hoffentlich. Oh, aber es finden sich kaum Spiele. Ach doch. Jetzt. Doch. Sehr gut. Und jetzt Endor. Endor. Wäre schon nett, ne? Ja. Komm. Ja. Hm. Da! Schon wieder. Gleich abbrechen. Ja. Gleich abbrechen direkt. Das ist ja echt ein Ding, ne? Es ist sehr schade, dass wir im Video jetzt nicht selbst entscheiden dürfen. Es ist schade, dass man generell nicht selbst entscheiden darf. Ich möchte jetzt Endor spielen. Ich möchte jetzt das spielen. Ja. Dies. Das ist ein bisschen Modi blöd. Darf man aussuchen, okay. Aber das war's halt, ne?
Und insofern kannst du halt, das macht gar keinen Sinn auch, weil so kannst du quasi Pech haben und dann wirklich irgendwie von 100 Spielen irgendwie zwei Endor spielen und das ist fragwürdig. Normalerweise spielt man einen Modus schon eine Weile lang halt und dann kommen ja schon unterschiedliche Karten. Ja, aber wenn du Pech hast, dann spielst du wirklich nur zweimal Endor. Ja. Das macht ja, das ist ja irgendwie bescheuert. Das ist schon, ja. Ich befürchte, wenn du jetzt nochmal da bei Vorherrschaft einsteigst, dann sind wir wieder auf Endor, Wie ist es eigentlich? Mhm. Wird dann auf dem PC der Battlelog genutzt? Das wüsste ich jetzt gerne. Weil gesagt, eigentlich war das der Plan, ne? Wir haben zurzeit auch null Möglichkeiten, da was auszuprobieren. Ich meine aber, das bei der Beta hatten wir ja sowas nicht, ne? Bei der Beta nicht, aber das war doch, war das nicht bei den Battlefield-Spielen auch so? Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Weil das wäre schon ein großer Vorteil. Ursprünglich war ja der Plan, dass man auf Battlelog setzt. Ich wüsste jetzt nicht davon, dass es irgendwie abgesagt wurde. Und wenn das so ist, dann haben PC-Spieler auf jeden Fall den Vorteil, dass sie eben über den Serverbrowser auf jeden Fall schön sehen können, okay, da wird jetzt Endor gespielt, da gehe ich drauf, da ist so und so ist die Map-Rotation und so weiter. Und das wäre schon ganz cool. Das wäre schon ganz nett. Oh. Das dauert hier. Links, das dauert noch. Es geht. Es geht eigentlich, na, das sind ja fast Sekunden, schau. Ja. 17... Haben bestimmt auch ganz viele andere Leute, die sich gedacht haben, nicht schon wieder, ich will unbedingt Endor spielen, auf Endor spielen. Dann. Ja, die Frage ist jetzt, soll ich drinbleiben? Ich glaube eher verlassen und nochmal. Ne? Ja. 16. Nee, das dauert zu lang. Nee, probieren wir mal was. Ich mach nochmal neu. Ja, wenn es schon wieder auf die... Oh, ja. Aber bestimmt ist es jetzt wieder dieser eine. Wer ist da jetzt hörgeschädigt? Captain One-Eyed? Pikanu. Paperman. Ja! Jetzt hast du mal Glück gehabt. Das wolltest du doch. Ja, klar. Ich denke. Da können wir nochmal wieder loslegen. Ich frage mich zum Beispiel auch, wie das mit Speedern gelöst ist. Die habe ich noch selbst gar nicht ausprobieren können. Mhm. Ich glaube, ich habe nur ein paar vorbeifliegen gesehen und die Speeder sind sauschnell. Also ich bin mal gespannt, wie man die selbst steuert. So. Bei Nacht. Bei Nacht. Okay. Okay. Schade. Du haben, ne? Du wolltest Endor haben. Jetzt hast du wollte Endor, aber doch nicht bei Nacht. Das ist mal so dunkel. Und je nach Bildeinstellungen hier. Je nach Bildeinstellungen sieht man so gut wie gar nichts. Und selbst bei YouTube-Videos oder im Netz auch, ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn der Monitor zu dunkel eingestellt ist, dann so ein Nacht-Gameplay zu erkennen. Aber. Das naja, gut. Ja, da haben wir jetzt mal Pech gehabt. Da. Nee, ne? Ja. So. So. Schön hier, Vegetation pur, Fahnen überall. Ja, man kann sich mit der B-Taste übrigens ducken. Vielleicht hilfst du dir. Das ist ein Gegner, ne? Ein Gegner, aber was für einer? Nee, doch nicht. Kein Gegner. Das ist unser Kumpane. Genau, der ist dann gelb markiert. Luke Skywalker kommt! Weg da! Ja. Nix, ich ball dir Granate, ab. Granate. Ah! Hörgeschädigt. Ja. Schade. Tja, aber schlagen kann er dafür. Ich versuche mal hier nach rechts zu kommen. Oh, das kann man vergessen. Keine Chance. Nee. Viel zu offen. Ja, ist doch verrückt. Das ist nur die offene Fläche. Ja. Dafür sind die Büsche da. Dafür sind die Büsche da, aber ich würde wirklich sagen, ich versuche mal ein bisschen Büsche die Seite zu wechseln. Hier? Oh ja, doch. Hier sind einige Büsche. Ja. Aber man kommt hier schon hoch, wenn man will. Ja, das wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh. Werfen wir es einfach zurück. Skywalker ist besiegt. Jawohl, dann können wir da an der Stelle. Wenn die Truppen gerade. Da links ist dann. Ja, da ist ein Loch und da kommen ganz viele raus. Kann genau, da müssen wir eigentlich auch rein, um einen Fahnenpunkt zu holen. Ich mache jetzt hier einen Partnerstart. Vielleicht fangen wir ein bisschen näher dran an. So. Lassen wir ihn ein bisschen vorlaufen. Vielleicht wird er dann zuerst erwischt. Also, ich glaube, da wird einfach nur hingeballert, ne? So, ohne dass man irgendwie genau weiß, ob da Ziele sind. Kommen wir hier hoch? Ja. Sieht gut aus. Ja, wir sind hier durchgebrochen. Ja, die ballern alle in den Gang rein. Ja, ich schmeiß da jetzt auch eine Granate rein.
Ja. Keine Ahnung. Natürlich. Aber ich glaube, du kannst wieder einen Partnerstart machen. Nee, doch nicht. Schade. Nee, Fahrzeuge. Jetzt Fahrzeuge? Okay. Also auf der rechten Seite, weit weg vom Gang, da geht es doch eher um den eigentlichen Kern der Sache hier auf Endor. Und zwar Kampf mit Pflanzen. Ja, aber das ist doch, glaube ich, unser, oder? Nee, da gibt es, glaube ich, keine Warnung. Wo war denn Springen? Achso, okay. Achso, ja. Also. Ah! Oh, bitte. Captain One, ist das irgendwie Zufall, dass ich gerade die uns abballern, die deren Namen ich vorgelesen habe? Ja, und immer irgendwie noch der Hörgeschädigte, der Einäugige. Captain One-Eyed, ja. Da ist ein Läufer. Ich renn mal in die Richtung, weil also ich fürchte, das kriegen wir nicht mehr. Oh, hier, der Held. Schnell verwandeln. Was nehmen wir? Imperator. Ah, oh, nee, Boba Fett natürlich. Boba Fett? Ja, klar. Okay. Ich denke mal, dann dürfen wir einen super Plaster haben, ne? Mhm. Was haben wir denn da? Flammenwerfer, Jetpack und, was ist das, ein Speer oder was ist das? RB, keine Ahnung, vielleicht so ein Superschuss oder so. Jawoll. Mhm. Oh, das ist nämlich mal hier ein richtiges Das ist ja mal Jetpack. Ne? Ja, ich kann. Das allerdings jetzt schon komplett verbraucht oder was? Nee, ich dachte, das wäre ein Ding irgendwie, wenn wir nur einmal Jetpack benutzen dürften. Cool. Das ist schon geil, ja. Fliegt da rüber. Wobei halte ich von dem Ding fern, weil das ist doch. Gibt's nicht einen anderen Punkt? Ja, weil hier ist so wieder das Rumgegimpe. Ja, aber die brauchen unsere Unterstützung hier. Ich kann auch hier mit dem Flammenwerfer. Stimmt, mit dem Flammenwerfer, das ist eine gute Idee. Heiz rein mit dem Flammenwerfer. Oder kannst du nicht? Nee, jetzt nicht. Ah, okay, das sieht aber gut aus. Wow, aber so viel hält er auch wieder nicht aus. Nee. Ja. Aber wir kamen ein bisschen voran und das ist ja wichtig für unser Team, dass wir da. Aber diese Lanze hast du gar nicht genutzt, ne? Einmal, aber irgendwie noch gar nicht so richtig rausgefunden, was es da so macht. Aber so richtig endgültig hat es nicht geholfen, ne? Die sind immer noch. Da fliegt einer. Jawohl. Sehr so. Kommt noch mehr. Ah, oh, das kannst du vergessen da an der Stelle. Wir müssen irgendwo anders lang. Das ist hier Metro-Action, ist da angesagt. Ja, ich glaube, das ist wirklich so die Metro-Stelle hier. Also hier aus Battlefield 3. Die Klassiker-Karte. Gab's ja auch irgendwie bei. Schau mal, dass du das irgendwie verteidigt kriegst. Weil das ist vielleicht der Negar an dem Punkt. Ja. Weil es hier auch hell ist, ne? Aber es sieht hier ganz gut aus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es heller wird. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, ob es eine Nachtversion gibt und eine Tagversion von der Karte. Ich denke schon. Ui. Ah. Ich darf jetzt auch. Läufer? Ja. Oh. Warum nicht? So. Ja, es gibt auch diese Wege, auf denen man. Also das habe ich mal im Gameplay-Video gesehen, dass dann eben die Speeder dann eben auch diese Wege nutzen, sozusagen. Diese Schneisen. Okay. Sehr gut. Merkst du es? Das ist super empfindlich. Ja. Das war auch ein komischer Bug bei der Beta, dass die Empfindlichkeit beim Anvisieren super heftig gestellt wurde. Das war irgendwie so eine Art Bug. 4:9. Aber das ist hier hoffentlich einfach nur Einstellungssache. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass da auch noch mal eine neue Karte kommt. Wäre ganz nett. Aber ich befürchte, wir haben jetzt dann nochmal die Karte, nur als auf der Rebellenseite. In der Beta ging es bis Rang 5, daher konnte man auch nicht allzu viele Gewehre und halt Karten freischalten. Jetzt muss man halt wieder mal ziemlich viele Punkte verdienen, bis es dann weitergeht. Aber ich finde das System eigentlich mit den Freischaltungen ziemlich nett, dass man eben selbst entscheiden darf, okay, jetzt gebe ich mein Geld für die Waffe jetzt gerade aus. Ja, es ist nochmal. Nee. Es ist jetzt das Rückspiel sozusagen. Das Rückspiel, ja. Du könntest mal die andere Waffe noch freischalten. Dafür haben wir genug beim Cluster. Die A280.
Weil da haben wir, glaube ich, ein Zielfernrohr. Nee, das haben wir schon. Nee, für 1250 das Ding. Genau da. Können wir mal ausprobieren. Blaster, ja. Zielfernrohrangriffe, ja. Also ein bisschen snipen oder wie? Ja, das wird so schön mit uns. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das musst du auch noch auswählen. Ne? Habe ich nicht? Nee, ich glaube nicht. Nee. Stimmt. Da. Nee, das hier. Das war's, oder? Nee, doch nicht. Doch. Doch, ne? Schwerer Blaster. Das ist es. Ja, das ist es. So, Moment, das ist aber auch eine neue Karte. Das ist tatsächlich eine neue Karte. Wo ist denn Ferien hier? Okay, Lava macht einem scheinbar nichts aus. Wow. Wow, das ist doch mal ein Zielfernrohr. Das bringt einen direkt an die irgendwelche Käfer dran. Das ist vergrößert bestimmt um das 1,25-fache. 1,0.1-fache. Also das ist ja, als würde jemand eine Brille aufsetzen. Ja, schon, ne? Eine Lesebrille. Ja, gut, das ist jetzt... Oh, war da nicht ein Feind? Das ist ein Feind, oder? Ein Vogel. So, jetzt komm. Ja, das scheint doch ganz gut zu funktionieren, oder? Och, komm schon. Direkt aus nächster Nähe. Ja. Erfolg freigeschaltet, schieße zuerst. Hey, haben wir doch mal was. Erziele in einem Spiel als erster einen Kill. Naja, das ist doch mal ein Erfolg. Und ich würde mal sagen, hier, wir machen die letzte Runde. Genau. Und zweiter Kill, das sieht gut aus. Wie hat es dir jetzt in der ersten halben Stunde gefallen? Das ist schwer zu sagen. Es ist echt schwer zu sagen, was echt zu kurz ist eigentlich, um sich einen großen Überblick zu machen. Aber Endor scheint irgendwie ganz nett auszusehen. Also ich mag das mit den Pflanzen. Ein bisschen blöd fand ich es mit dem Eingang. Also ich weiß nicht, ob man wirklich nur zwei Optionen hat, ob man nach links durchgehen kann. Und es gibt bestimmt noch einen anderen Weg da rein. Blöd ist allerdings tatsächlich mit der Kartenauswahl. Also da bin ich mal gespannt, ob die da irgendwie für Abhilfe sorgen werden, weil du kannst wirklich Pech haben. Sehr gut. Du kannst wirklich Pech haben und dann spielst du 100 Spiele und hast irgendwie 60 Mal irgendwie Endor gespielt oder Haupt eigentlich oder so. Ja, wie du jetzt selbst bemerkt hast, wir hatten schon innerhalb der ersten halben Stunde, obwohl wir natürlich ein paar Mal ausgestiegen sind, hatten wir schon eine gute Auswahl an Karten. Also das scheint schon in Ordnung zu sein. Ja, dennoch, Filter wären ganz nett, finde ich. Ja, aber vielleicht, solche Sachen können vielleicht echt noch kommen oder die größten Kritikpunkte können behoben werden. Ja. Binnen kürzester Zeit. Man wird das einfach sehen, wie das dann läuft und was vielleicht für Probleme auch auftauchen werden. Oder vielleicht, ob es einfach nur wie geschmiert läuft. Ja. Aber, es ist verfügbar. Ihr könnt es kaufen. Ihr könnt es, beziehungsweise ihr könnt die ersten 10 Stunden ausprobieren, wenn ihr euch für EA Access entscheidet. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, freut euch auf weitere Videos zu Star Wars Battlefront, die wir demnächst auch veröffentlichen werden. Release ist ja am 19. November, nicht? Richtig, am 19. Und dann geht's los und um diesen Zeitraum herum gibt es dann auch viele Videos bei uns, also checkt das alles mal aus.